Okay, Marktbesprechung des Vormittags hier. 7. Juni, Freitag. Im Moment sehen wir hier die Bewegung, die nach unten läuft. Unter unserem Low Volume Node 12.050, was wir gesehen haben. Eine heftige Bewegung gerade. Okay. Das heißt, hier findet so ein kleiner Fight statt. Daran denken auch vom gestrigen Tag, wie lange es gedauert hat, bis wir uns wirklich gelöst haben. Ne? Und deswegen nützt es nichts, irgendwo die Position zu lange zu halten und zu hoffen, sondern wenn sich das Ding löst, dann wird auch das Retracement nicht mehr angehandelt. Das heißt zum Beispiel, wie wir hier das Beispiel hatten, 12.044,45. Der hat hier ein bisschen gehalten, ist schon überschossen und ist dann nach oben gelaufen, hält dieses Level von oben, läuft wieder in den Ausbruch rein und jetzt hier im Moment überschießen wir auch nach oben. Wir wollen schon wirklich sehen, dass wenn wir hier in den Short reinlaufen, nicht mehr zurücklaufen, dann löst sich der Kurs erst. Und man dran denken, wie die ganze Herde läuft hier nach vorne, das heißt nach oben, und bevor alle merken, okay, es geht nicht weiter, orientieren sich erstmal alle neu und dann erst, wenn der erste losläuft, gucken die anderen und drehen mit und laufen nach unten. Deswegen sind die Reversal gegen die Tagestrendrichtung ebenso schwierig. Gut. Wie gesagt, 12.12 Uhr Vorgaben im FDAX. Auf dieser 15-Minuten-Basis sieht man schon, haben wir einen Range-Markt als Vorgabe gehabt. Warum? Bedingt dadurch, wir haben hier 3 Tage, 2,5 Tage mit überschneidenden Profilen. Die Exzession auf der Ober- und Unterseite, ja, Beine sozusagen bilden. Wir sehen, dass diese Distribution zweigeteilt ist. Einmal hier bei der 11.925, dann bei der 11.990, ja, 11.990 hier oben und die Gegenseite dann eben hier Low Volume Node bei der 12.050 auf der Oberseite. Sieht man, woher diese Ziele kommen, beziehungsweise diese Meinung, die ich dort hatte. Wenn wir dann rüberspringen und sehen das Ganze uns dann auf dieser Basis technisch an. Technisch bedeutet, wir haben im oberen Bereich hier eine Top-Bildung gehabt bei der 12.5756, dann nochmal diese Top-Bildung angefahren im gestrigen Markt, rausgebrochen, darüber Longs aufgebaut, diese Longs sind gescheitert und dann, nachdem wir die Marke nach unten wieder verlassen haben, sind wir wieder in die Range zurückgefallen. Deswegen ganz klar unsere Linie, die jetzt auch technisch hier generiert wurde, 12.050, worüber die Longs im Ausbruch sind und darunter eben der innere Kontra-Short im Swing zu sehen ist. Die Gegenseite auf der Unterseite haben wir auch das gleiche Spiel. Wir sehen hier, wir sind mit der initialen Bewegung nach oben gelaufen. Initiale Bewegung nach oben. Technische Rücksetzer brechen das obere Level, laufen in die Range, die wir jetzt haben, die wir da noch nicht kannten. Rücksetzer auf das Tief. Hier nochmal Rücksetzer auf das Tief. Ebenfalls Rücksetzer auf das Tief. Dann der Bruch. Und wieder die initiale Bewegung Long. Für den heutigen Tag, wie sind wir in den Markt dann reingegangen? Wir haben ja gesehen, dass das 50% Level, das heißt nicht 50% Level, sondern der POC, der Value schon per Overnight gehalten hat. Das heißt, wir sind zu günstig. Erste Vorgabe für den Overnight-Handel. Das zweite Mal sehen wir dann hier unseren Drehpunkt, 50% der Seitwärtsspanne gehandelt. Dritte Mal zur Markteröffnung auch. Das heißt, wir sind erstmal hier unten mit dem POC zu günstig. Markteröffnung auf dieser 50% Spanne technisch bestätigt. Wir sind im positiven Long-Bereich und wir haben ja davon gesprochen, bevor wir zu diesen Marken hier hinkommen, müssen wir erstmal eine Bewegung haben, die dahin führt. Und das war diese, die wir jetzt hier gesehen haben. Die haben wir in zwei Abschnitten durchzogen. Einmal die Bestätigung auf der Unterseite hier bei 11.950 und die zweite hat hier ein bisschen stagniert bei der 12.025. Warum? Wenn man sich das mal anschaut, Balancezone, Ausbruch, Rücksetzer, Ausbruch, Balancezone, Ausbruch. Das heißt, wir haben hier noch eine Marke gehabt, die wichtig war. Da haben wir ein bisschen dran geknackt, aber nachdem die rausgenommen wurde, war eben der zweite Bewegungsschub, den wir auch die ganze Zeit angesprochen haben, Richtung 12.050. Gut. Nehmen wir mal das andere Bild hier ganz kurz rein, dann können wir das gut zeigen.
So, nochmal im Hinterkopf halten. Wir haben die Marke auf der Unterseite, in der wir uns gedreht haben, die 11.988 bestimmt mit der Overnight-Bewegung, mit dem Tief, das gehandelt wurde, dann eben das Bruchlevel und dann eben in der Historie hier die 11.990. So, 11.990 nehmen wir als horizontale Marke rein. So, nächste Marke war die 12.015. So, wie gesagt, wir sind bestätigt worden, Extension auf der Oberseite an der Marke, die wir genannt haben, als Zwischenlevel gescheitert, unten wieder aufgekauft worden an der Value Area Low. Hier mit dem Low Volume Node, dass wir das meiste Volumen immer auf der Oberseite dieser Marke gesehen haben. Dort sind technisch bedingt auch die inneren Contralongs gespielt worden. Hier haben wir einmal ein Level, wo wir sagen mussten, okay, das ist eine Extension, das war aber so typisch DAX gedaddelt. Das heißt, wir sehen hier Longs werden aufgebaut, Longs werden aufgebaut, Longs werden aufgebaut, hier vorher auch schon. Wir nehmen das Hoch nicht raus und irgendwann kommt dann ein größerer und haut da mal raus und triggert diese ganze Order und dadurch wird das hier nach unten gespiked. Wenn die Hauptrichtung Long ist, merken das die Algos sofort und ziehen das Ganze wieder in die Range zurück. Auf der Oberseite mit den steigenden Hochs, die wir haben, die wir hier durch die Kasse, also das heißt, hier ist die Kasse, die ja nach oben gelaufen ist, haben, sieht man einmal daran, wie wir hier, wenn wir das Hoch rausnehmen, sofort wieder zurückfallen und die Kasse ist noch nicht mitgezogen, dass wir wieder zurückgezogen werden. Hier ebenfalls, hier ebenfalls, hier ebenfalls. Ja, das heißt, wenn der Future zu schnell vorausrennt und die Kasse da nicht mitkommt. Wir haben auf der Oberseite die technische Marke gehabt, wo wir den inneren Contra noch spielen konnten. Das war zeitweise hier die 12.025. Das heißt, das Low Volume Node war zwischenzeitlich hier in diesem Preisbereich. Da haben wir dann auch gesehen, dass hier versucht wurde, dieser innere Contra zu handeln Richtung Mean bzw. POC. Dann mit ein bisschen News-Bewegung ist das der Stop getriggert worden und das gleiche Spielchen, was wir hier unten hatten, ist auf der Oberseite jetzt generiert worden. Alles, was danach folgte, war im Zeichen des Long-Modus. Das heißt, dass wir auf der Value Area Low High, die wir hier hatten, aufgesetzt haben, Ausbruch, sind an die Zielmarke 12.050 gelaufen, hier 12.050 und jetzt findet hier dieser Fight statt. Im Moment sieht es eher so aus, dass wir kein direktes Reversal kriegen, sondern so wie im gestrigen Tag Range um diesen schönen Preis, das heißt hier um diesen POC im oberen Bereich und erst wenn wir wieder ganz klar das Low Volume Node das Low Volume Node des heutigen Tages durchhandeln und darunter die Shorts sehen, also hier dieser Preisbereich, dann kann man über ein Reversal nachdenken, was Richtung 11.980 führt. Ein ruhiger Markt, ne? Das heißt, heute war wirklich ein sehr ruhiger Markt. Wenn man sich den Bund anschaut, ist da eigentlich letztendlich gar nichts passiert. Da hat sich kaum bewegt. Eurostoxx muss man sagen, dass er relativ outperformt. Das heißt, da haben wir schon das Tageshoch von gestern rausgenommen und er hält auch dieses Level nach oben. Okay, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Viel Erfolg weiterhin.